Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2 der deutschen Neuübersetzung Version 2.01. Mit dabei sind wieder der Kill Bill. Hallo. Und die Mary. Hallo. Ich grüße euch beide. Und wir sind hier in der Festungsstadt Yharth, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Fangen wir diesmal wieder an. Ist ja logisch. Und wir berühren den Speicherstand. So, okay, weiter. Ja, genau. Und der Kapitän spricht zu uns. Etwas stimmt hier nicht. Die Stadt habe ich anders in Erinnerung. Sei wachsam. Und nicht rechts. Oh, meine überhaupt nicht. Ja. Luger, Kilbel, du bist jetzt Luger. Ja, genau, ich bin Luger. Wir, die Krieger des Besten. Nein, es muss ja anders. Wir, die Krieger des Beast-Königreiches, kontrollieren nun die Stadt. Diese Stadt, Entschuldigung. Richtig. Steh uns nicht im Weg und dir wird nichts passieren. Sehr gut. Okay, dann stehe ich denen halt nicht im Weg. Haha. Die Beastmänner haben den Hafen eingenommen. Ich befürchte, wir stecken hier vorerst fest. Arr. Das fehlt mir da irgendwie. Ich weiß, wir müssen hier jeden anquatschen, um hier, glaube ich, weiterzukommen. Ja, irgendwie war das so. Das war sehr komisch, das weiß ich noch. Willst du über Nacht bleiben? Es ist kostenlos. Solange diese Beastmänner hier sind, kann ich sowieso keinen Profit machen. Ja, irgendwann musst du dann auch nachts was machen, aber ich glaube, da musst du tagsüber irgendwie erstmal alle ansprechen. Das war auf jeden Fall blöd geregelt hier, das weiß ich. Ja, das kann ich mich auch noch so ein bisschen dran erinnern. Was ich auch sehr merkwürdig fand, dass die hier irgendwie nackig hier in dem Bett liegt. Die ist doch nicht nackig, oder? Ja doch, oder? Nein, die ist nicht nackig. Siehst du, voll angezogen. Hey, was hattest du vor, während ich geschlafen habe? Halt dich fern von mir! Alter! Hast du voll in die Fresse gekriegt. So. Ich behalte und? Dich im Auge. Im Auge, im rechten und linken. Nein, es ist tatsächlich, ich mache jetzt hier mal eben den Layer bei mir aus. Ich weiß nicht, ob es sich bei euch jetzt verändert hat. Nee. Ich habe den Layer 1 jetzt ausgemacht. Das seht ihr, wenn ihr auf 1 drückt auf der Tastatur, also bei den Buchstaben oben auf die 1, ja. Dann geht der Layer 1 weg und dann sieht man ja wenigstens noch einen Schlüpper an. Ach, Tatsache. Ah. Wie geil ist das denn? So. Aber das ist natürlich 18 und so, ne, du weißt, also... Darf man jetzt nicht mit aufnehmen und zeigen. Naja. Dann habe ich dann einen Balken drüber, ne? Genau. Willst du über Nacht bleiben? Es ist immer noch kostenlos, Mann. Ja, dann können wir gleich mal schlafen, die HP restoren. Soll ich dich am Morgen oder in der Nacht aufwecken? Mach es mal morgen, wir müssen später bleiben. Genau. Eine schöne gute Nacht. Ich finde das immer cool, dass sie tanzen. Die haben auch bei Secret of Mana 1 immer so cool getanzt. Oh, drücke einen Knopf. Du bist auch nagisch. Naja, Boxershorts hat dann. Oh cool, wenn er auf 1 drückt, dann sieht man hier irgendwelche komischen Tiles, die blinkern. Das ist ja cool. Mhm. Drücke einen Knopf. Oh. Lunatikstag. Spiel speichern, ja. Und zwar, ja, das gab es in Secret of Mana 1 ja noch nicht. Hier jetzt aber schon. Jo, nämlich... Festungsstadt Yharth stand jetzt gerade. Ja? Das kann man dann sich nochmal in der Aufnahme selber angucken. Spiel gespeichert. Würde ich nämlich sagen. Ich wollte jetzt hier nämlich auf diesen durchgehenden Tag- und Nachtwechsel eingehen und darauf, dass es hier noch verschiedene Wochentage gibt. Ja, und weißt du auch, wofür die sind, die Wochentage? Ich habe das irgendwie in Erinnerung, dass sich dann die Preise geändert haben, abhängig von dem Tag. Nein, das ist total falsch. Die Wochentage bestimmen deine Zauberkräfte. Wenn du zum Beispiel am Tag des Versio, also Feuergottes, unterwegs bist, haben deine Feuerkräfte doppelten Schaden und so ein Zeug. Ah, okay, cool. Hammer, also nice. Es kommt daran, mit was du eine Schlacht ziehst. Du solltest dann auf den Tag achten und dann dementsprechend deine Magie einsetzen. Und das ist dann ultra gut. Super. Wenn ich jünger wäre, dann würde ich diese Soldaten zu Brei verarbeiten. Ich sagte, wenn ich jünger wäre. Tja. Wenn, ja. Wenn er nicht gleich ins Gras beißt. So, ausrüsten. Oh, hier ist Duran. Heißt doch Duran, oder? Ja. Oh. Das soll wohl ein Scherz sein. Ein Waffenladen, der keine Waffen verkauft? Und diese Beastmänner machen mich so wütend, aber ich kann es nicht alleine mit ihnen aufnehmen. Nein! Verdammt! Okay. Noch mehr Kunden? Leider habe ich nichts. Die Beastmänner haben all meine Waffen beschlagnahmt.
Es ist blöd, aber ich sehe doch da ein Messer rumliegen und eine Axt und ein Schild. Yeah. Das sind alte, rüstige Schwerter. Ja, die kann man wahrscheinlich, die zerplatzen die, schon beim Hingucken. Genau. So, gucken wir erstmal, ob wir hier raus können. Nee. Du Beastmänner. Was willst du? Verschwinde. Hau ab. Also man kommt ja nur mit dem Schiff rein, aber dann nicht mehr raus und zu Fuß kommt man auch nicht rein oder raus. Das ist natürlich blöd. Noch nicht. Was sagt der jetzt hier? Wir, die Krieger des Biestkönigreiches, kontrollieren nun diese Stadt. Steh uns nicht im Weg und dir wird nichts passieren. Ah, den Text hatten wir, glaube ich, schon. Ja. Macht dir nichts. Du hast Streit mit denen? Dann beeil dich und verschwinde aus der Stadt. Eigentlich habe ich noch gar keinen Streit mit denen, aber nein. Was ist? Suchst du etwa Streit? Kämpfen? Nein, hör zu. Gut. Gut für dich und deine Gesundheit. Suchst du etwa Was Streit? Ist? Suchst du Streit? Was? Du willst kämpfen? Loser. Bam. Voll ein Kick in die Fresse, Junge. Loser. Game over. Gay over. Oh mein Gott. Ja, voll der Checker hier. Ah, es war nur ein Traum. Ja, dann ist ja alles klar. Ja, das war quasi Game Over. Wo bin ich, musst du sagen. Wo bin ich? Tja, kann ich sagen, du wurdest K.O. gehauen. Ja. Ein HP noch. Naja, ist ja cool. Und wurdest benebelt in dein Bett gescharren. Ist ja auch logisch. Ich würde sagen, die sind überstark. Und du bist Overkill. Overkill und du bist under irgendwas. Die Biestmänner sind tagsüber wie Menschen, aber bei Nacht verwandeln sie sich in Biester. Aber wenn das passiert, sind sie ständig in Bewegung. Das ist deine Chance zur Flucht. Ach, jetzt weiß ich wieder, wie es geht. Du musst nachts und dann kannst du unten raus aus der Stadt. Genau. Oh, guck mal, das ist noch ein Charakter. Das ist Lee, das ist Mary. Das ist eigentlich schon die Mary, genau. Entschuldige, ich suche nach meinem jüngeren Bruder. Hast du ihn vielleicht gesehen? Logisch. Wirklich? Wo hast du ihn gesehen? Gelogen? Wie konntest du nur? Die Fresse? Geil, ja. Aber du wolltest mich nun nur etwas aufheitern, nicht wahr? Danke. Natürlich. Ist ja nicht so, dass ich ja böse Absichten hätte. So, jetzt will ich einmal darauf Nein drücken. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich verstehe. Danke. Hast du ihn nicht gesehen? Oh. Hm. Der arme Bruder. Ja, wusste aber, was hat die überhaupt für einen Bruder? Ich kenne ihn gar nicht. Doch, wenn du die Story von ihr spielst, dann merkst du am Anfang, oh, die hat einen Bruder und der ist weg. Ach so. Irgendwie so in der Richtung. Da ist der Bruder. Ja, genau. Ich habe keine Angst. Denn die Biestmänner, die mache ich Kickdown. Ja, mit seinen wollenden Haaren kriegt er das ohne Probleme hin. Wie sagst du immer, die sind dann down? Da geht er down. Genau. Ich wünschte, ich könnte helfen. Aber wie du siehst, haben mir die Biestmänner alles genommen. Ich bin ruiniert. Ja, du armes... Ja. Wenigstens hat er noch sein Hirschgeweih da oben. Ja, und sein Spiegel. Oh ja, super wichtig. Total. Würde wenigstens hübsch in den Abgrund. Ja, so, geh mal weg hier, kleines Kind, Junge. Kann ich hier nicht gebrauchen. So. Oh, ja, eigentlich bestimmt... Oh. Was willst du? Verschwinde! Hau ab, Junge! Ich glaube, ja, genau, hier kann man rumlaufen, da ist noch einer. Bin mir unsicher. Oh. Die Biestmänner planen, Wendel als nächstes einzunehmen. Wir müssen sie irgendwann warnen. Irgendwie, ja. Irgendwie warnen. Aber ich glaube, das war eine Frau. Oder ein sehr weiblicher Mann. Jetzt habe ich ihr ein männliches, vielleicht ist es so ein Trans, egal. Ja, ein... Nee, es ist ein Kerl. Also, es war ein Kerl. Denke ich auch. Definitiv. War ja zur mittelalterlichen Zeit, war es ja noch üblich, dass der Mann Dekolleté gezeigt hat, ne? Ja, das stimmt, ja. So, hier ist auch keiner mehr, das ist ja blöd. Aber ein Biestmann war da oben noch, glaube ich. Da steht, nee, da, nee. Nee, nicht der, nee, nicht der. Ist ja hier, der läuft. Da, der sagt bestimmt viel zu Streit. Was ist das? So sehr gut, ja gut. Gut. Was hört zu? Ja, das ist komisch. Er hört zu und dann gut, ne, irgendwie. Also irgendwas stimmt da nicht. Also ja, dann müsste auch... vielleicht sowas wie, nö. Oder, Kevin. Ah, dann ist ja Kilby. Kilby, wo hast du mich erschreckt? Eigentlich steht da war, ne? Ich würde wo, hätte ich geschrieben. Egal. Bitte sag niemandem, dass ich hier bin. Ich würde ja sagen, der macht dann so, Obwohl, kann auch sein, ja. Andere Biestmänner dürfen mich jetzt nicht sehen. Bitte. Okay.
Ich rufe die mal eben rein. Was heißt also der voll hier? Der oh, willkommen. Kaufen? Okay. Kann man sich ein paar Schnonks kaufen? Bonbons, Seil. Jetzt habe ich wieder mein fucking Lag. Also am Firefox lag es auch nicht. Das wir sind wieder back. So, mal gucken hier. Bonbons, Heilkräuter, Lebenswasser. Die sind ganz schön teuer, du. Die sind aber richtig gut. Und das Wundertau, damit kann man sich aus dem Dungeon wieder nach hoch hangeln. Ja. So, ne? Ja, ja. Da holen wir erstmal ein paar von den Bonbons. So, 5 Stück reichen erstmal. 2 Heilkräuter. Gut. Vielen Dank. Noch etwas? Nö. Auf Wiedersehen. Das ist der Einzige, der Sachen verkaufen darf, ja. Aber nur, weil das halt Bonbons sind. Und mit Bonbons kannst du eben nicht viel machen. Ja, an die kleinen Kinder. So, okay. So, dann gehen wir mal ins Bett und lassen uns in der Nacht wecken. Richtig. Geht's weiter. Guten Tag. Willst du immer noch bleiben? Es ist kostenlos. Solange die Biesbinder hier sind, kann ich sowieso keinen Profit machen. Ja, bitte. Soll ich dich am Morgen in der Nacht, bitte? Da wird auch ein Klischee bedient. Frauen schlafen den ganzen Tag. Tö? Ja gut. Noch nie davon gehört. Nee, noch nie. Jetzt haben wir Lunatikstag. Hatten wir den nicht schon vorher? Ja, stimmt. Das ist ja jetzt die Nacht von dem Tag. Ja, ja, Lunatikstag ist quasi dann die Lichtmagie und so ein Zeug, egal. Gibt's noch diesen Mana-Tag, ne? Das sind alle Werte auf Gleichstand. Okay. Das heißt, auch wenn du einen Boss hast, der jetzt Feuermagie hat zum Beispiel, der hat auch nur halbe Energie mit seiner, mit seinem okay, Feuer. Okay, cool. Also das ist alles gleich. So, jetzt sind wir in der Nacht, jetzt müssen wir ein bisschen leise sein. Das ist immer sehr praktisch, wenn du dann einen Gegner hast, der alle möglichen Magies verwendet. Okay, weil die sind jetzt hier einfach alle weg. Ja. Halt, dann sind die doch bestimmt da oben von der Festung auch weg. Ne, der ist natürlich normal, haha. Ha. Kannst du mit ihm reden? Red mal. Der haut mir dann bestimmt tierisch einen rein. Ja gut, dann geht das wieder. Verschwinde. Aber jetzt fragt er einen nicht mal, ne? Ja, das war der Einzige, der einen nicht gefragt hat, von hoch. Ja. So, und jetzt kann ich den Leuten aber voll eine verplätten, glaube ich. Ja, jetzt sind's. Oh, jetzt hätte ihr kleine Hundis. Oh, ist ja niedlich. Die geben dir Saures. So, die sind voll explodiert. Das heißt dann Süßes oder Saures, also ein Bonbon oder ein paar in die Fresse. Genau. Nee, hier ist es mit den Turpoise oder Turtoi oder wie der heißt, diese Schildkröte. Wie heißen die? Weiß nicht, ich kenne bloß die Schildkröte aus Dragon Ball. Nee, hier gibt es eine Schildkröte und dann kannst du mit denen stranden. Okay. Aber die kriegst du später noch, dann kannst du in die Gewässer rumfahren mit der. Ah, ein Pokopuschelwald. Pokopuschelwald. Hier müssen wir wieder speichern, um zu gucken dann, ob auch hier Pokopuschel heißt. Oder ich mache mal direkt ein Safe-Set, das ist eine gute Idee. So. Ja. Und kriegt da noch eins. So. Haha. Level 1. Das ist das Coole. Manche Monster, die schlafen nachts halt. Du hast einen vergessen oben links, aber egal. Ja, ich hab dich versteckt. Ja, ruhig schreien. Ach, wenn da, ich seh's, ja, cool. Fick wieder die Hälfte vergisst. Wie immer. Wie immer. Vorbei steht sogar dort. Auf Deutsch. Ein Erfahrungspunkt. Juhu, das lohnt sich. Kein Miss, sondern vorbei. So, kriegt auch noch. Wow, der ja, das war Critical Hit. Ja, der hinter den Bäumen manchmal auch. Manchmal. Nee. Ja, da, ja doch, zwischen den Bäumen, siehst du es? Ah ja, ich sehe es da, da ist ein Fuß. Ja. Kill. So. Sieg. Juhu. Und eine Kiste? Ja, die Kiste ist nicht da. Ja, eigentlich hinterlassen die meistens eine Kiste. Naja. Wenn, dann siehst du es nicht, dann müsste es Layer 1 ausschalten, egal. Ja, mit Layer 1 funktioniert, glaube ich. Aber wenn ich die von hinten angreife, ist es vielleicht stärker, oder? Oder auch nicht. Ist also egal. Oh, da ist die Kiste. Da ist die Kiste. Kiste, 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 Kiste. Ja. Bonbon. Bonbon. Juhu. Ja. Oh Mann, ich hab schon wieder den fucking Eck. Ja. Ich hab auch, ja. Jetzt hängt sogar das Spiel bei mir. Ja, es ist der Lag. 14 Uhr sag ich schon. UMG. 14 Minuten. Also, ja, ich würde sagen, wir sind jetzt grob bis 16 Minuten, also noch ein Minütchen, wenn der Lag vorbei ist. Quasi. Na, durch den Wald halt noch. Juhu, weiter geht's. So, Pokepuschel. Ah ne, halt, oh, Pilzkopf. Oh, der hat mir voll eine verplättet. Der ist ja voll stark. Ja, ja, Pilzköpfe sind noch für dich. Der kann schon giften. Ja. Das sind für dich noch so Ultimates, sind die noch. So, kriegt er einen rein. Haha, Sieg. Keine Kiste. So, wo lang? Ich muss noch
Ich glaube, rot. Nach unten muss ich in die Stadt, glaube ich. Ja, oder links? Links gibt's auch eine Stadt, glaube ich. Oh, noch nicht. Nee, weiter, weiter runter. Oh, nee, geht nicht. Hier ist weiter nichts. Schade. Schade. Jetzt hier aber, jetzt runter. So. Ja. Na, ah, guck mal ein Schild. Ja, das ist gut. Küstenstadt Astoria. Nach unten. Ja, und links? Ja, links ist dann so eine Plattform zum Kämpfen. Ach, du meinst, dass er hier... Nee, geht's runter. Ja, stimmt. Wo führt uns dieser Weg hin? Wir werden es erfahren in der nächsten Folge. Ja, genau. Ganz genau. Ja, denn wir sind jetzt hier schon wieder fertig mit diesem Part. Ja. Oha. Oh, eine böse Kiste. Okay, das gucken wir uns noch an. Ja, und... Juhu, Bonbon. Oh, Glück gehabt. Gute Kiste. Und Pfeiler. Eine, na ja, gut. Ja, hat ja bloß 10 AP. Also dann, von daher. Wo dieser Weg uns hinführt, erfahren wir in der nächsten Folge. Yes. Seht ihr auf der nächsten Maus. Ja, WhatsApp, WhatsApp. Ja, also, macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss. Tschüss.